beste Laune beim Kapitän der golfspielenden Fußballer am Wiesensee im Westerwald, Stefan Kretschmer, angereist mit einer Top-Bilanz als Mannschaftsführer. Kapitän habe ich auch noch nie verloren. Also ich bin als Kapitän ungeschlagen, war auch noch nie Kapitän. Auslosung der Paarungen am Vorabend. 56 GoFus gegen 56 Partner aus der Wirtschaft und stehende Ovationen für den Mann, der bei Wer wird Millionär 64.000 Euro gewann und sie den GoFus spendete. Wir haben so viel Spaß bei dieser ganzen Charity-Aktion. Natürlich steht der Charity-Gedanke im Vordergrund, aber in erster Linie haben wir ja auch Spaß bei den Veranstaltungen. Und da werden wir häufig eingeladen als Prominente. Und das mal zurückgeben zu dürfen, fand ich einfach nur ehrlich und gut. Ehrensache, dass die GoFus ihm das Turnier widmeten. Ihrem Kretsche, wie sie ihn nicht nur hier nennen. Höchste Wertschätzung, auch bei einem, der unterschiedlicher kaum sein könnte. Der Bundestagsabgeordnete und GoFus-Schirmherr Wolfgang Bosbach, der am Wiesensee seinen ersten Auftritt als Golfer hatte. Ja, Stefan Kretschmer ist ja auch ein Typ. Und er steht ja auch nicht nur jetzt für seine Leistung als Sportler, sondern für 110%igen Einsatz. Nie aufgeben. Selbst dann, wenn man das Spiel nicht mehr gewinnen kann, noch das Beste geben. Das Beste geben. Anschauungsunterricht gab es bei der Fußball-Europameisterschaft. In trauter GoFus-Runde. Dort, wo sich Kretsche am wohlsten fühlt. Ich glaube, dass es ohne die GoFus vielleicht den Golfspieler Kretsche gar nicht mehr geben würde. Also das ist in der Tat eine Golffamilie, die genau das vermittelt, was ich gut finde. Dass man Golf spielt, Spaß hat und auch vor allen Dingen abseits des Golfplatzes ein bisschen Gas geben kann. Letzte Tipps gab es von Marshall Giovanni, bevor es dann endlich losgehen konnte. Die GoFus mit den Fußballern Peter Winhoff, Matthias Hönerbach und Kalla Flipsen. Mit Eishockey-Ass Mirko Lüdemann nach 4 Kantersiegen in Folge wieder klarer Favorit. Auch dank Stefan Kretschmer, mittlerweile gern gesehener Gast auf der European Tour und gerade mit Bernd Wiesberger in Köln am Ball gewesen. Er sagte zu mir, Kretschmer, was willst du wissen? Ich sage, Backspin. Sagt er, welches Handicap hast du? Ich sage, 15,8. Vergiss es. Und das war die Konversation. Das Duell am Wiesensee war eine längere Geschichte. Spannend war's. Und als der Kapitän nach seiner Niederlage getröstet werden musste, war klar, es wird knapp. Endergebnis 15,5 zu 12,5 für die Wirtschaft. Die Überraschung war perfekt. Der Handballkapitän der Fußballer geschlagen. Es ist schon klar, dass Fußballer so weit jetzt ausschlachten. Ja, dass jetzt ein Kinofilm kommt und so weiter. Das Wunder vom Wiesensee. Es ist ein Debakel. Gratulation den Matchplay-Siegern aus der Wirtschaft mit ihrem Kapitän Björn Simski. Letztendlich haben wir gerade gehört, dass es super, super knapp war und auch eng wurde. Und so ganz sicher konnten wir uns den ganzen Tag natürlich nicht sein. Aber es ist ein tolles Gefühl, dass wir es jetzt endlich mal geschafft haben, den GoFus diesen Pokal abzunehmen. Sie haben das Pokal. Und Stefan Kretschmer ist nach Vize-Welt- und Europameister jetzt doch mal Vize-Matchplay-Champion.